Hallo, hier ist der Werner im Steinzeitpark. Heute zeige ich mal, wie man Brennnesselchips macht. Ganz lecker und auch hochgesund. Also Brennnessel erntet man, indem man die ganz unten anfasst, da wo sie aus dem Boden rauskommt, knickt die ab. Dann kann man die nach oben reiben, dann stechen die nicht mehr, denn diese ganzen Piekser, die zeigen immer nach oben. So, und jetzt habe ich sie hier, ganz frisch. Und jetzt roll ich die nur so über die Glut, über das Feuer, vorsichtig. Die sollen nicht in die Flamme, sonst verbrennen sie. Aber so ein bisschen Hitze ist gut. Ah, ein bisschen wenig Hitze, ein bisschen mehr Hitze machen. Ja. Seht ihr, jetzt schrumpeln die Blätter schon so ein bisschen. Das ist gut. Gleichzeitig beim Schrumpeln verbrennen auch diese Piekserchen. Und wenn die dann diese Blätter, wenn die dann hier gleich schön knusprig sind. Oh, jetzt kommt Flamme, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Die sollen ja nicht verbrennen, nur knusprig werden. Ah, geht schon beinahe. So, der hier ist schon knusprig, knackt so ein bisschen und jetzt kann man ihn essen. Ganz lecker und richtig gesund. Ich habe ja manchmal Kinder, denen zeige ich das und dann schmeißen die ihre normalen Chips weg und essen nur noch das hier. Gut, ausprobieren. Ja.